Schön, dass du wieder bei uns bist, bei Betank dich, unserem YouTube-Channel. Und wir haben wieder eine neue Frage, die uns erreicht hat. Ich bin ganz neugierig. Wie lautet die Frage? Die nächste Frage ist Wechseljahre. Oh Gott, meine Zeit läuft ab. Geil, das ist die perfekte Frage für mich, Irene. Yay, keine Ahnung. Wolltest du immer schon mal was zu sagen? Ja, grundsätzlich finde ich, dass es ein Trugschluss ist. Es gibt nicht diese klassischen Wechseljahre von, oh Gott, die Uhr läuft ab. Das ist so meine Wahrnehmung. Es gibt einen Wechsel in einem Biorhythmus. Mhm. Ich würde eher sagen, das ist wie so Jahreszeitenwechsel. Es ist ein Übergang in eine andere Form von innerer Gelassenheit oder so Weisheit. Sowas in der Art? Nein. Ich würde auf jeden Fall jetzt erstmal klarstellen wollen, wir haben einen Zyklus und es gibt so viele Frauen da draußen, die nicht gut sind mit ihrem Zyklus an sich. Ja, wie sollen dann die Wechseljahre angenehm werden? Ich finde erstmal dieser anzunehmen, dass es einen Zyklus gibt, der nicht aufhört, wenn du in den Wechseljahren bist oder in die Wechseljahre kommst. Es findet weiter ein Zyklus statt. Was aber viel erzählt wurde von der Medizin, von irgendwelchen Medien, dass dann, ich weiß nicht, es wird ja, glaube ich, sogar vermittelt, dass Frausein hört auf oder sowas. Ne? Auf jeden Fall Beschwerden. Du hast Beschwerden, jeder hat Wechseljahr-Beschwerden, ja. Normal, das ist normal und sonstiges. So, und dann werden wir des Zykluses beraubt, dem ist schon mal per se überhaupt nicht so. Es bleibt immer ein Zyklus bestehen. Das ist unser Frauen-ureigener Zyklus. Den habt ihr Männer auch. Der ist anders. Stellt sich anders dar. Das stimmt. Ja? Genau. Okay. So, und jetzt kommen die Wechseljahre. Das ist ja der Übergang ins Weisesein. Hoffentlich. Wenn man nicht so viel mit den Wechseljahrsbeschwerden zu tun hätte, könnte man sich entspannt zurücklehnen. Wobei ich glaube, das grundsätzliche Thema ist gar nicht die Wechseljahre. Das Thema fängt schon viel früher an. Und zwar ist es, also ich kenne das von Mädels, weil ich ja über 20 Jahre als Make-up-Artist gearbeitet habe, das Thema ist immer, wenn die Tage kommen. Ihr habt immer so lustige Namen oder die Emma kommt, die Erdbeertage. Oh, die Erdbeerwoche, das finde ich am schlimmsten, glaube ich. Die Erdbeerwoche, ganz schlimm. Oder ich habe meine Tage. Die wenigsten haben dieses Gefühl, wie geil. Darum beneide ich übrigens Frauen. Wie geil, ich kann einmal im Monat mal was loslassen, als es raus, tschakka, ne? Mich mit neuer Energie füllen. Wir Männer können nur anders Druck ablassen. dafür halt öfters als nur einmal im Monat vielleicht. Jetzt sind wir bei einem anderen Thema. Das können wir Frauen aber auch. Das stimmt. Entschuldigung. Okay, schön. Auf jeden Fall. Kleine Notiz am Rande. Nächstes Thema. Ich, Sexualität, ja. Sexualität, wichtiges Thema. Und das meinte ich ja. Da fängt es schon an. Ich finde es so schade, dass ihr Frauen einfach mit eurer eigenen wunderbaren körperlichen Möglichkeiten oft viele junge Mädels damit so im Krieg seid. Ja, weil das ist so ein Geschenk der Natur. Und da fängt es schon an, dieses Thema Frau sein. Und ich glaube, diese Wechseljahre, wie sie von außen übrigens suggeriert werden, wie schon das ist, ist einfach nur die Fortführung, was schon beginnt mit der Pille, ja, die dem Mädchen schon eingeredet wird. Ne? Du bist dann immer scheinschwanger, permanent. Das heißt, ihr Frauen kennt das gar nicht, wie es ist, in einem normalen Zyklus zu sein, weil andere Menschen Interesse haben, einfach viel etwas an den Mann, an die Frau zu bringen. Und dabei fällt die Frau aus ihrem natürlichen Rhythmus. Und ich glaube, bei diesen Wechseljahren, und korrigiere mich bitte, so als Mann, meine Sicht, meine Beobachtung, spitzt sich das dann noch mehr zu. Ja, es ist, das ist ja sehr libidoabhängig, auch so ein Zyklus. Und ich glaube, alleine durch das, was erzählt wird, was mit den Wechseljahren passiert, ja, das ist für die Frau wie, als wenn auch die Libido wegfällt, das Frausein an sich wegfällt, die Weichheit wegfällt. Ja, das ist sehr, in der Praxis erlebe ich das zumindest oft, sehr grau, also wie so ein graues Bild.
wie kein Erscheinungsbild mehr zu haben, wie die Weiblichkeit ist dann weg oder wie jetzt muss ich mich zurückhalten mit meinem Libido-Dasein. Und das ist, finde ich, eine ganz schlimme Ansicht für das eigene Befinden, weil es ist nicht so, das ist eine Lüge. Also es gibt ja späte Schwangerschaften erstens. Gianna Nannini, die hat mit Mitte 50, meine ich, ihr erstes Kind bekommen. Ja, und womit wir dann... Und da wird noch gesagt, man ist eine Risikoschwangerschaft. Ja, das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Auch, dass der Körper irgendwann irgendwelche Hormone nicht mehr produziert oder dass du alte Eier hast oder sonst, es wird ja, den Frauen wird ja, tatsächlich erzählt, das kannst du irgendwie nachlesen auf gängigen Seiten, dass dein Ei so alt ist wie du selbst, ja, weil es immer da ist. Das mag sein, dass dein Ei schon immer da ist. Dennoch ist dein Ei nicht alt, weil du hörst ja nicht auf, lebendig zu sein und Frische hineinzugeben, also so. Da wird uns übrigens, gut, dass du das sagst, auch zum Thema, da hat es viel mit Tod und Sterben zu tun, dass man sich mit dem Alter auch auseinandersetzt. Doch ich glaube, der größte Punkt ist, weil viele denken so, ah, Wechseljahre körperlich, aber es fängt im Kopf an. Es ist diese Gedankenmatrix, die sich die Frauen haben einverleiben lassen, ja, und dann beginnt das im Kopf, du denkst, oh Gott, 46, 48, dann ist es aber schon so weit, ne? Ja, und dann kommen die Beschwerden und jeder sagt, das ist normal. Genau, wir haben ja das Thema Schwitzen ganz stark bei den Wechseljahren. Also das meiste, was leider nur die Frauen stört, also gar nicht, was darum erzählt wird, sondern dieses Schwitzen. Und in Schwitzen kommst du immer dann, wenn dir etwas weggeredet ist, was nicht weg ist, ja, was eigentlich da ist. Und das bringt eine Hitze. Die meisten haben dann die Hitze zu ihrem, ich nenne jetzt mal, wenn viele Frauen haben ihren Zyklus im Blick, zur Eisprungzeit. Ne? Und wenn dann keine Mens mehr da ist, an dem man den Zyklus genau bemessen kann, ist es aber das Schwitzen ganz stark zu der Zeit, wo eigentlich der Eisprung wäre. Ja, und dann, das ist so wie, ach ja, ich bin ja jetzt aber raus und jetzt bin ich nicht mehr fruchtbar, ja, genau. Und sowas. Und das musst du dir wegdiskutieren innerlich. Genau. Und dann kommt man ins Schwitzen und vor allen Dingen nachts, ja. Wenn du nicht mehr bewusst etwas wegdrücken kannst, dann fängst du nachts an zu schwitzen, weil dann kommt's hoch. Ja, dann ist keine diese Barriere nicht mehr da, ne, mit der du das unterdrückst im Schlaf. Genau, und weil man sich dann wieder an diesen Materiellen klammert, ne, weil man es dann nicht mehr sieht, glaubt die Frau, es ist nicht mehr da. Mhm. Ja, aber der Zyklus läuft da weiter. Und ich denke, wenn man sich das klar machen würde, okay, es kann sein, mach doch einfach mal den Test. Versuch doch nur einen Zweifel reinzutun. Ne? Die Gedankenmatrix ist so schwer. Viele fragen, wie kann ich aus so einer Gedankenmatrix rauskommen? Der erste Trick ist dabei, einen Zweifel zu sehen. Was wäre, wenn es anders wäre, als du denkst? Was wäre, wenn das Thema Wechseljahre gar nicht so ist, wie dir von außen suggeriert wird? Was wäre, wenn dein Körper diese Zeit, es ist ein Wechsel da, das stimmt, die Frage ist nur, in was willst du hineinwechseln? Was bist du nicht bereit, vielleicht zurückzulassen? Ja? Und damit etwas Neues entstehen kann. Und dein Körper, weißt du ja von uns, da sind wir ja ganz große Verfechter von, ist dein bester Freund. Warum um alles in der Welt sollte der dir Schaden zufügen, nur weil irgendjemand da draußen oder ganz viele da draußen sagen, so, jetzt ist aber Wechseljahrszeit. Also ich weiß gar nicht, was gesagt wird, ab 45, 46, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass man viel Geld damit verdienen kann. Sehr viel Geld durch Östrogencremes und Progesteroncremes und so weiter. Wusstest du eigentlich, dass naturidentische... bioidentische Hormone, ja. Naturidentische, bioidentische Hormone, wie du das sagst, die nicht so verkauft werden, weil man da kein Patent drauf machen kann und dann verdient man kein Geld. Das heißt, man tut zu jedem naturidentischen etwas Künstliches dazu, weil dann kann man ein Patent drauf machen. Und ich hatte letztens eine Klientin da, ging um die Wechseljahrsthematik und da hat die Frauenärztin oder der Frauenarzt, ich weiß gar nicht genau, was es war, gesagt, ja, aber das ist halt einfach so und das ist ja bei jedem so und dann muss man halt jetzt diese Creme nehmen oder das und das und dann, das wäre halt, also ist halt so, ne? Ja. Ich finde, liebe Frauen, wenn es um Thema Wechseljahre geht, nehmt eure Männer mit ins Boot, ja? Wenn ihr einen habt, einen Partner, ja? Nehmt ihn mit ins Boot, tauscht euch darüber aus. Lass doch einen Mann daran teilhaben. Ich glaube, dass die Sexualität in dieser Übergangsphase, sage ich mal, eine ganz andere Intensität erfahren darf. Das heißt, dass zwar, ich weiß ja, während der Mens ist ja ist das sexuelle Leben ja sehr stark,
Ja, aber wenn das jetzt zumindest diese äußere Mens wegfällt, aber wenn ihr diesen inneren Zyklus weiternimmt und wenn man sich sozusagen diese sexuelle Energie, die dann hochsteigen will, ne, und die denkt, oh Gott, jetzt kann ich nirgendwo raus, weil ich kann nicht mehr ausbluten, dann nimmt ihr doch weiter hoch ins Herz. Was wäre, wenn die Wechseljahre einfach dafür sind, dass es nicht mehr darum geht, einmal im Monat, ne, dass man das nur untenrum rauslässt, ja, sondern dass man diese Energie hochzieht ins Herz, bis hoch ins Kronchakra? Ja. Was denkst du? Ich würde auf jeden Fall sagen, erstmal Abstand davon zu nehmen, nicht mehr Frau zu sein. Das ist, glaube ich, in vielen Köpfen. Weil euer Mann erlebt euch anders. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir mit dazu nehmen können. Mit diesem nehmt euer Mann ins Boot. Ne? Ja. Der zeigt euch, ich habe wirklich ganz oft in der Praxis Frauen da sitzen, die irgendwie im Dilemma sind, weil der Mann etwas anderes ausstrahlt. Und das ist auch gut so, weil der findet seine Frau immer noch attraktiv und begehrenswert. Für den hört es nicht auf, die Frau zu sein, wenn die angeblichen Wechseljahre da sind. Und ich glaube, darauf einfach mal mit dem Mitgehör zu schenken oder da mal hineinzufühlen, fände ich auch schön. Und vor allen Dingen hört auf, euch von außen zu erzählen, was bei euch los sein soll. Sondern beginne auf deinen Körper zu hören. Da sind wir wieder dabei. Wie ist der Kontakt zu dir selbst, zu deinem Frausein? Beginne dich doch wieder auf deinen Körper einzulassen. Hör doch auf diese innere Wahrheit. Wieso suchst du so viele Ratgeber? Warum sollte jemand von außen wissen, was in dir passiert? Die Mediziner sehen nur die Zellveränderung oder was auch immer. Aber du bist ja ein multidimensionales Wesen, ein ganzheitliches Wesen. Das heißt, du hast eine Seele, einen Geist, eine Persönlichkeit, der Körper, all das. Nimm doch das ins Boot. Du hast doch alles da. Wieso gibst du die Gesundung, deine Verantwortung für deinen Körper an Menschen ab, die sich nur ganz differenziert mit dem Teilkörper beschäftigen, aber das Herz und alles andere, was euch Frauen und uns Männern ausmacht, außen vor lassen? Die Medizin, die nimmt halt die Hormone, die absinken in den Wechseljahren auf und führt sie dann von außen im Körper zu. Das ist genau das Gleiche, was mit der Pille passiert. Wenn du nicht schwanger werden willst, wird dem Körper halt eine Schwangerschaft vorgegaukelt. Dem Körper wird also wieder etwas vorgegaukelt. Jedes Hormon steht aber für etwas im Körper. Also wir haben Östrogen, Progesteron, Lutein und das läuft in Phasen ab und zwar in Zyklusphasen. Ja, aber du bist doch der Herrscher deines Körpers und der Creator deiner selbst. Ja, das heißt, von außen wird etwas erzählt, ob du dann dein Inneres dem nachgehen lässt, das sind zweierlei Paar Schuh. Ja. So sieht's aus. Und dennoch haben wir auch etwas als Unterstützung da. So zum Abschluss, und zwar unser Gottesset für euch Frauen. Ja, was eher so nochmal aufgreift, dass der Zyklus als wohlgesonnen, als in Phasen, also der Zyklus der Frau ist wirklich eine ganz kreative Institution. Das ist wie so ein kleiner innerer kreativer Motor. Das ist in Vergessenheit geraten. Wir haben darüber schon mal etwas erzählt. Wenn ihr noch mehr darüber hören wollt, machen wir das auch super gerne. Jetzt nur noch mal in Kürze. Das ist für die Frau wirklich wie so ein jeden Monat Erschaffungsprozess. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen. Und unser Goddess-Set greift das wieder auf, dass die Frau wieder fühlen kann, ah, da findet ein Prozess statt. Da bin ich antriebsvoll und dann bin ich in dieser Phase des Durchsetzungsvermögen und so weiter. Und das macht das Goddess-Set. Das sind zwei Phasen. Genau, ein Spray und ein Öl. Genau, das Spray. So sieht das aus. Mhm. Ja. Und dann haben wir noch das Öl da. Und so, also genau. Zwei Phasen für euch Frauen und um genau wieder in diesen natürlichen Zyklus reinzukommen. In dieses Begreifen des eigenen Zykluses. Ja, wunderbar. Ich finde es immer ein spannendes Thema, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ich gar nicht so viel dazu beitragen kann. Doch. Aber wenn wir uns dem männlichen Zyklus widmen, dann werde ich wahrscheinlich mehr dazu sagen können. Dann vielen Dank für deinen Zuschauen. Wir freuen uns über einen Daumen hoch von dir. Du kennst mit Sicherheit jemanden, dem diese Infos nützlich sind. Dann leite es gerne weiter. Teil dieses Video gerne. Und wenn dich das mit dem Goddess-Set interessiert, auf unserer me-beyond.com-Seite wird auch unten in unserer Box erscheinen. Da kannst du gerne auf den Webshop gehen und da weitere Informationen erhalten. Bis dahin, bye bye.